Yes. Heute jedoch geht es um die Mechanismen psychosozialer Zerstörung im neoliberalen Kapitalismus. Und Burkhard und Alicia sind schon hier und ich übergebe das Wort. Dankeschön. Wir hatten von Bochum kommen für eingeschaut, berechnet, es waren aber drei. Tut mir leid, dass wir dann ein bisschen spät gekommen sind, aber das hat ja alles noch geklappt. Da vorstellen, dass die Schattenbewegung, mit der ich zusammenarbeite. Sie? Lauter? Oder? Achso, ja. Oh nein, das ist kein Mikro. Also Alicia Pilenko. Sie ist Psychologin, wohnt in Bochum, genauso wie ich jetzt. Und ich bin an der Universität Bochum, im Institut für kognitive Neurowissenschaften, wissenschaftlich tätig und bin auch bei Occupy Münster und zugleich Occupy Bochum tätig. Sehr interessant, es gibt erhebliche Unterschiede zwischen Occupy Bochum und Occupy Münster. Die Atmosphäre ist eine unterschiedliche, ich bin dabei, das zu studieren, woher das eigentlich kommt. In Bochum, in Münster sind sehr viel mehr jüngere Menschen. Ich vermute mal, dass es mit dem größeren Anteil jüngerer Menschen zu tun hat. Aber das ist fast wirklich das Thema unseres Vortrags. Die Münsteraner sehen auch besser aus, habe ich gehört. Ja, die sehen alle bezaubert aus, besonders die Frauen, aus meiner Perspektive auch gesehen. Ja, wäre jetzt die Frage, was ist hier mit dem Beamer? Funktioniert der? Ist keiner von uns gewesen? Nee, nicht? Haben wir überhaupt nicht? Ja, das weiß ich. Ja, natürlich. Deswegen, wir sind hier bei der Bahn. Ja, ich möchte zunächst mal vorstellen, jetzt wird der Beamer wahrscheinlich gleich angeschaltet, dann können wir die Folien den Nachbarn noch ein bisschen zeigen. Denn wir wollen mit dem Thema Mechanismen psychosozialer Zerstörung in neoliberalen Kapitalismus mit einem Bereich anfangen, in dem wir die Gehirnentwicklung und die Gesellschaftsentwicklung parallelisieren. In dem Sinne, dass je mehr der Mensch in seiner Umwelt, in seinem Rundherum produktiv tätig ist, desto mehr rückwirkend wird auch diese von ihm veränderte Welt auf ihn produktiv auf sein Gehirn zurück. Sodass also Gehirn und Gesellschaft sich sozusagen parallel entwickeln im Sinne gegenseitiger Rekursivität. Dann wird der neoliberale Kapitalismus definiert, was das eigentlich ist, woher er eigentlich kommt und was da die zentrale Logik ist. Dann wird herausgearbeitet etwas Neues, was wir vor 40 Jahren noch gar nicht so viel hatten, was sich aber in den letzten 30 Jahren erheblich entwickelt, dass immer mehr die kognitiv-emotionalen Produktivkräfte eine Rolle spielen in unserer Gesellschaft. Und die Produktivkräfte, die Leitproduktivkräfte sind auch das, was die Produktionsverhältnisse hervorbringt. Das ist die materielle Basis der Gesellschaftsentwicklung. Das heißt, wir befinden uns jetzt offensichtlich in einer ausgesprochen spannenden Zeit. Man kann sagen, dass wir es erleben, und die Jüngeren von uns werden wahrscheinlich höchst Dramatisches erleben, möglicherweise auch Schreckliches, aber vielleicht auch etwas, wo sie selbst das Glück haben, zu gucken, wie ihre eigenen Handlungen und Fähigkeiten sich auswirken. Wir haben eine solche Entwicklungsbeschleunigung,
Denn was, das, was wir hier noch als junge Menschen begehen, indem wir uns aktiv gesellschaftsgestaltend beschäftigen, wie wir dann vielleicht als Ältere sogar angucken können, was das Ergebnis ist. Das ist früher immer über zig Generationen gelaufen und heute kann man so gleich die eigenen Früchte dann beobachten. Da spielt also das Gehirn eine große Rolle. Deswegen Produktivkraft des Gehirns als Schlagwort. Dann kommt ein Begriff, der heißt Dekonstruktion. Der Begriff Dekonstruktion ist uns aus der Philosophie bekannt, hier wird er aber einfach benannt. Destruktion, Zerstörung, ist eine wichtige Voraussetzung für neoliberale Umwandlung der Gesellschaft, damit dann Konstruktion geschehen kann. Dekonstruktion ist der Begriff dafür, Zerstörung und Neuaufbau. Jetzt kommen dann Beispiele, wie diese Zerstörung natürlich im psychosozialen Bereich, das ist unser Thema, ausgeht. Und dann auch die neoliberale Konstruktion, wie diese Aufbauverhältnisse sind, was neu konstruiert wird. Da werden wir uns mit den Bologna-Kriterien beschäftigen. Die Studenten unter uns wissen genau, was das ist und was das bedeutet im psychosozialen Bereich. Das ist unser Thema. Dann werden wir Begriffe Inklusion und Exklusion miteinander ins Verhältnis setzen, auf den Hintergrund des Neoliberalismus. Ja. Und dann abschließend sozusagen ein Blick in die Zukunft mit dem Titel Globaler Kapitalismus, Resignation oder Aufbruch. Das übernehme ich an dich. Oder soll man das einfach nicht gut? Der Mensch wirkt auf die Natur verändert ein. Super, kann man es wahrscheinlich noch besser lesen. Und die veränderte Natur wirkt auf den Menschen zurück. Und all unser Wissen, unser Können, das der Mensch sich über die Jahrtausende in dieser Auseinandersetzung mit der Natur erworben hat, das geben wir in der Interaktion, in der Sozialisation an unsere Nachkommen von Generation zu Generation weiter. Und die Sozialisation, die wir erfahren, programmiert dann über epigenetische Prozesse unser genetisches Material. Man hat herausgefunden, dass es bestimmte Gene gibt, die sich je nach Umwelterfahrung ein- oder ausschalten. Dass es für bestimmte Erfahrungen sogenannte Zeitfenster gibt, dass wenn ich in diesem Zeitfenster diese Erfahrung mache, sich dann bestimmte Gene aktivieren und über neuroplastische Prozesse dafür sorgen, dass sich mein Gehirn umkonstruiert. Diese epigenetischen Prozesse, die gelten natürlich nur für meine persönliche Lebensspanne, formen mein informationsverarbeitendes System, die werden nicht genetisch weitervererbt, aber über Sozialisation gebe ich es dennoch an meine Nachkommen weiter. Ja, und wo passiert das, dieses epigenetische Verändern? In den Tumorzellen oder in den Also das passiert in unserem genetischen Material, wirkt sich dann auch unser Gehirn aus, sorgt eben über Eiweißproduktionen dafür, dass bestimmte Synapsen sich beispielsweise bilden, Hirnstrukturen sich weiter ausdifferenzieren, sich Verzweigungen bilden und somit ich dann meine Umwelt wieder differenzierter wahrnehmen kann, bestimmte Fähigkeiten erwerben kann. Beim Spracherwerb wissen wir, dass diese
Zeitfenster zum Beispiel eine große Rolle spielen, dass wir in einem bestimmten Zeitfenster die Erfahrung machen müssen als Babys, als Kleinkinder, dass jemand mit uns spricht, mit uns kommuniziert und wir so die Sprache erwerben können. Und man hat an Studien gesehen, dass wenn in diesem Zeitfenster das nicht passiert, wenn ich also ohne jegliche Kommunikation aufwachse, dass dann der Spracherwerb nicht mehr so vollständig stattfinden kann. Dass diese Kinder, man hat sie früher immer Wolfskinder genannt, dass die später nicht mehr so in der Lage sind, Sprache zu erwerben. Dass also ihr Sprachzentrum im Gehirn sich nicht so ausdifferenziert wie das Sprachzentrum von Kindern, die die Erfahrung machen, die spricht einmal mit ihnen. Eine Begrenzung, wo das geschieht, das ist in der Nähe der Neurone des Gehirns, in der neuronalen Netzwerke. Ja, in der Nähe der Neurone, ja. Das sind eben die Nähe-Netze. Das ist auch so. Genau. Und eben über die Bildung bestimmter Proteine, die dann dazu bei einem Gehirn durch die Regulierung, ja. Und bei diesem Mechanismus, ich habe es gerade gesagt, entwickelte sich also das Informationsverarbeiten dieses Systems des Menschen immer weiter, eben in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt und auch unsere Umwelt hat sich ja massiv verändert. Das heißt also, Umweltkomplexität und menschliche Informationsverarbeitungsfähigkeit stehen immer in einem wechselseitigen Rückkopplungszusammenhang. Der Mensch wirkt auf seine Umwelt ein, die veränderte Umwelt wirkt sich auf den Menschen zurück. Man kann plakativ sagen, Gehirn und Gesellschaft bedingen einander. Jetzt wollen wir uns ein bisschen angucken, was ist das denn für eine Umwelt, in der wir im Moment aufwachsen? Was ist das für eine Umwelt, die auf uns einwirkt und auf die wir einwirken? Ja, wir befinden uns in einer Phase des neoliberalen Kapitalismus. Dieser neoliberale Kapitalismus hat seinen Ursprung in den 50er Jahren. Von Hayek, Milton Friedman, das sind zwei wichtige Namen in dem Bereich, die sogenannten Chicago Boys, das sind die Doktoranden dieser Professoren, die dann von Chicago aus in die ganze Welt geschickt wurden. Und die haben eine ausgesprochen hartnäckige, aber auch menschenverachtende Realisierung ihrer theoretischen Konstrukte, nämlich dieser Marktliberalismus, in dem nichts den frei sich entfaltenden Markt beeinflussen darf und in der sich frei entfaltet, aus sich selbst heraus, autopoetisch, wie man heute sagt, dann kann eine Menge Reichtum für die Reichen, aber auch eine Menge von diesem Gold, das dann von oben herunterkommt, auch in unseren Schoß kommen. Das ist die Idee des neoliberalen Kapitalismus. Um die Idee umzusetzen, haben die Militärherrschaften in Brasilien, Chile, Uruguay, Argentinien in brutalster Weise gearbeitet. Und da kommen wir schon auf diesen Begriff der Dekonstruktion. Erst muss alles zerstört werden. Das heißt, die Gewerkschaften, die Intellektuellen, all die, die vielleicht dieser Entwicklung Widerstand gegenüber leisten konnten, wurden in den Sportstadien inhaftiert, in den Kellern gefoltert. Friedrich von Hayek, der mit Margaret Thatcher befreundet war, hat Margaret Thatcher einen Brief geschrieben, das ist dokumentiert. Das ist ja eigentlich jetzt auch sinnvoll wäre, wenn man in Großbritannien den Neoliberalismus einführen würde. Margaret Thatcher hat ihm geantwortet, dass die Methoden von Südamerika für das britische Volk nicht angemessen sind. Dem kam aber dann der Halb des Falklandkrieges entgegen, sodass in diesem Nationalbewusstsein des Falklandkriegs dann doch eine ganze Menge an neoliberale Veränderungen auch gemacht werden konnte. Das nennt man dann den Thatcherismus. Die Regionomics ist der Begriff für das, was in den USA geschah, fortgesetzt auch durch die Bush-Administration. Und jetzt seit 1989, Auflösung des Ostblocks, wurden all diese Staaten nach dem gleichen Modell verändert. Das heißt, die Kredite von der Weltbank wurden vorenthalten, solange die entsprechenden Regierungen bereit waren, ihr System an demokratischen Errungenschaften und Gewerkschaften und so weiter so weit einzuschränken, auch die Arbeitsentgelte zu reduzieren,
die sozialstaatlichen Bedingungen zu reduzieren, bis sie dann also tatsächlich die Kredite bekommen konnten. Auch da hat man allerdings nicht in so brutaler Weise, aber für die Menschen, die Opfer sind, wir wissen es in Russland, die Sterblichkeit ist erhöht. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist, glaube ich, bei Männern in Russland um 15 Jahre zurückgegangen, seitdem die Folgen des Kapitalismus dort sich breit gemacht haben. Und ähnliches Phänomen haben wir dann auch jetzt in Griechenland und so weiter. Das heißt also, das, was ich beschrieben habe von den 50er Jahren in Chicago beginnt, läuft eigentlich leider. Der Arnold Haberger, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität von Chicago, hat 1998 das auch nochmal ganz deutlich beschrieben. Ich will das vorlesen, weil das ist die neoliberale Logik. Und diese neoliberale Logik möchten wir auf psychosoziale Verhältnisse jetzt in der Bundesrepublik Deutschland, die viele von uns am eigenen Leib erfahren haben, dann auch übertragen. Ökonomische Technokraten mögen hier vielleicht eine Steuerreform strukturieren, können dort eine neue Sozialgesetzgebung oder wieder woanders ein Wechselkurssystem modifizieren, aber sie hatten noch niemals den Luxus eines gesäuberten Staates, in dem sie das von ihnen bevorzugte vollständige wirtschaftspolitische Rahmenwerk sozusagen in voller Blüte errichten können. Das sind die südamerikanischen Staaten und in gewisser Weise war der Ostblock, die Staaten des Ostblocks ebenfalls auch hierfür gutes Material, um das zu machen. Wir sprechen von Produktivkraft des Gehirns, ganz bewusst. Es gibt in der Literatur, die auch in diese Richtung geht, einige wehren sich dagegen, möchten mit den Begrifflichkeiten, die sie seit Jahrzehnten gewohnt sind, umgehen. Wir müssen aber Begriffe, und da appelliere ich an die, die mit marxistischen Kategorien aufgewachsen sind und damit zu tun haben. Wenn Karl Marx hier sitzen würde, würde er sagen, Leute, ich bin nicht euer Gott, das war eine Scheiße, was da gewesen ist, mich so zu verehren, aber ich bin ein wirklich sehr intelligenter Analytiker und ich habe Kategorien geschaffen, die waren für die damalige Zeit absolut hervorragend. Der historische Materialismus war allerdings, muss ich bekennen, keine so gute Idee von mir, das hat sich also nicht bewahrheitet. Ihr müsst nur meine Kategorien auf die heutigen Verhältnisse transformieren, das ist eure Aufgabe. Soweit Marx, wenn er besitzen wird. Ich inspiriere das so gut ein. Ja, jetzt haben wir einen Wandel vom Fordismus zur Informationstechnologie. Der Fordismus ist bekannt. Ford war der erste, der die Automobilindustrie mit Fließbändern und so weiter gemacht hatte. Da war derjenige, der am Fließband saß, in seiner ganzen Kreativität, in seinem unendlichen Humor, überhaupt nicht erwünscht. Ja? Wenn er seinen Humor zur Geltung brachte, musste er die Schnauze halten. Und seine Kreativität war dann allerdings später ganz interessant. VW hat eine ganze Menge Ideen von den Fließbandarbeitern, die irgendwelche Erläuterungen realisiert haben, dafür 5000 Mark bekamen. Aber das war zumindest unter Ford nicht so erwünscht. Der Mensch diente der Maschine als Adjuvanz, ja? Also als Anhängselfunktion, die notwendig war. Die Emotionalität war Störfaktor. Und dann gab es auch noch die Hausfrau, und die war dafür da, dass dieser Mensch, der am Fließband seine Arbeit machte, im Takt der Maschine, in dem in den 20er Jahren im Gefängnis gesessen hat, Gramsci, als dressierten Gorilla bezeichnet hat. Das ist also nicht abwertend gemeint, aber er hat damit auch andeuten wollen, dass die volle Fähigkeit der Gehirne dieser Menschen, die nur am Fließband arbeiteten, dort nicht genutzt wurde. Die menschliche Entwicklung war gar nicht gefragt. Adam Smith hat übrigens Ähnliches auch gesagt, schon vor langer Zeit, die Gefahr bei der Automatisierung, bei der Arbeitsteilung, bei der Manufaktur und so weiter ist, dass der Mensch so sehr nur Teil eines Arbeitsprozesses macht, dass eine eigentliche psychisch-geistige Vielfalt
dabei eingeschränkt wird. Da hat er jetzt vollkommen recht gehabt. Mit dem Siegeszug der Informationstechnologie ist verbunden auch der Siegeszug der Automatisierung. Das heißt also, vieles, was er am Fließband machen muss, war gar nicht mehr notwendig, weil das eben als die Maschinen übernommen hatten. Das heißt, der Mensch war insofern befreit und es gab neue Produktivkräfte. Und das wollen wir einfach zusammenfassen als die Produktivkräfte des Gehirns, also die Leitproduktivkräfte, die jetzt in Indien und China überhaupt nicht von großer Bedeutung sind. Das heißt, also da gibt es einen Aufschwung der Industrie, denn nach dem Schema, aber das Zukunftsweisende, das ist tatsächlich die Wissensgesellschaft, die Informationsgesellschaft und diese neuen Produktivkräfte, die heißen Kognition, Emotion, Motivation, Kommunikation und Wissen. Ja. Ja, wie Burkhard gerade schon gesagt hat, mit dem Siegeszug der Automation steht der Mensch jetzt eben weniger im Stoffwechsel mit der unbelebten Natur, also in der Produktion einfach von materiellen Gütern, sondern der Mensch steht immer mehr im Stoffwechsel mit der belebten Natur. Also was vom Menschen gefragt ist, ist die Fähigkeit zur Interaktion mit anderen, zur kognitiven, aber auch zur emotionalen Kommunikation, beispielsweise im Verkaufsgespräch, zur Ideenproduktion, zum strategischen Denken, zur Wissensverwertung, wenn man an den ganzen Marketingapparat beispielsweise denkt, weil das sind Fähigkeiten, die heute vom Menschen gefragt sind. Herr Harz hat es auch mal als den neuen flexiblen Menschentypen bezeichnet, also der Mensch, der flexibel ist, effizient, eigenverantwortlich, der aber auch unternehmerisch denkt, der keine Ausbildung macht, sondern in eine Ausbildung investiert, der keinen Job sucht, sondern in den richtigen Job investiert, der sich also ständig selbst vermarktet, der sich selbst bewirbt, sich anpasst, sich vermarktet, wo nur die persönliche Performance wichtig ist, der sozusagen ständig sein eigenes Kapital erweitern muss, der dadurch auch vielfältige Lebensstile annehmen muss, flexibel sein muss und heute auf morgen von A nach B bereit sein muss, zu ziehen, lange Wege in Kauf zu nehmen, Patchwork-Identitäten anzunehmen, der natürlich auch dem Konkurrenzdruck ausgesetzt ist, der sich permanent selbst ausbeuten muss und der beim Misserfolg vollkommen schutzlos ist, denn er hat es selbst zu verantworten. Er ist der Unternehmer, findet er keinen geeigneten Job, hat er einfach in die falsche Ausbildung investiert. Findet er nach seinem Studienabschluss keine Arbeit, hat er wohl in den falschen Studiengang investiert. Also der neue flexible Mensch ist ständig Unternehmer, muss ständig investieren in sein Leben, in seine Arbeit. Und ja, hat er Misserfolg, ist er selber schuld. Er ist schutzlos. Burkhard hat gerade schon den Zusammenhang von Dekonstruktion besprochen, dass also der Neoliberalismus oder das neoliberale System uns dekonstruiert, dass etwas destruiert wird, dass etwas konstruiert wird und dass der Neoliberalismus so es tatsächlich schafft, in das vorzudringen, nach was wir als unser Menschsein empfinden, nämlich in unsere kognitiven, in unsere emotionalen, in unsere informationsverarbeitenden Fähigkeiten. Ja, Beispiele dieser Destruktion wollen wir im Zusammenhang mit Hartz IV besprechen, die Psychiatrie, die Langzeitarbeitslosigkeit und Konstruktion ist der neue flexible Menschentyp, wie schon besprochen worden ist. Der Bachelor- und Masterstudiengänge sind der konstruktive Anteil vom Neoliberalismus. Da aber in dem Zusammenhang sollen auch die Veränderungen auch in den neuronalen Netzwerken jetzt angesprochen werden, die mit diesem konstruktiven Prozess verbunden sind. Jetzt aber zur psychosozialen Destruktion. Als 1989 die DDR sich mit der Bundesrepublik zusammengetan hat, sind viele Menschen in der ehemaligen DDR in die Arbeitslosigkeit gefallen. Und das Erste ist, dass zum Beispiel, sagen wir mal, ein 40-jähriger, erfolgreicher Mensch, der in der DDR nach seinem Studium 15 Jahre erfolgreich gewesen ist,
dass sie sich sagt, ich bin gut, ich kriege das schon hin. Und geht zum Arbeitsamt, beschreibt seine Bewerbung, versucht es an der restlichen Netzkarte zu nutzen und es voller Mut ist, das wohl hinzukriegen. Das dauert und dauert. Er verhält sich also wie jemand, der für seine Existenz, für sein Leben, für seine Familie kämpft und die Grundlebensziele jeglichen Lebewesens sind Existenzsicherung und Arterhaltung. Arterhaltung also Familie, Existenzsicherung für sich selbst und bei Menschen ist es so, bei Katzen glaube ich auch, wenn ich das so genau sehe, ist es auch das Wohlbefinden, ja? Dass man ein maximales Wohlbefinden eigentlich haben möchte. In dem Sinne kämpft er. Denn wenn man kämpft, hat man etwas erhöhten Adrenalinzustand und dann ist das Verwohnen sind auch auf höherem Niveau, er kämpft wendig und tapfer und kämpft und kämpft. Und wenn man nur kämpft und hat nie ein Ziel und man aber auch nicht die Flucht ergreift und kann auch nicht fliehen, dann ist man in einem psychosomatischen Zustand, in dem das Kampfsystem ständig aktiviert ist, ohne dass es zu einem Erfolg führt und das führt zu Herz-Kreislauf-Störungen. Das heißt, in der ersten Zeit gab es vermehrt Herz-Kreislauf-Probleme. Wenn das System weiterkämpft, und das kennt man aus dem Tierversuch, wenn man Psychopharmaka entwickeln will, die antidepressiv wirken, zum Beispiel Serotonin-Reuptake-Hemmer, die übrigens auch Methylierung machen an bestimmten Neuronen, das hat man auch gut nachweisen können. Die Pharmaindustrie hat damit eine Menge Reklame gemacht und hat das vollkommen übertriebenerweise angepriesen, aber das ist ein anderes Thema. Man arbeitet da mit einer Maus, die auf einer Plattform sitzt und um sie herum ist Wasser und die Plattform senkt sich dann langsam. Und die Maus paddelt dann da in dem Wasser herum und irgendwann kommt sie in eine Schulstellung, dass der Kopf nur noch rausguckt und sie macht nur ganz wenige Bewegungen. Ja. Und das ist bei Menschen entsprechend so, wenn man dann in die Depression kommt. Das heißt, die Langzeitwirkung bei der Depression, erhebliche Zunahme von der Depression. Jetzt haben wir zwei Systeme, die ausgesprochen interessant sind. Die Menschen, die in den Systemen arbeiten, sind keine Brutalos, aber das, was dahinter steckt, die neoliberale Logik, ist das Brutale. Den meisten ist gar nicht klar, was sie da machen. Ich kenne also viele, die in den Arbeitsagenturen arbeiten, die ausgesprochen bemüht sind. Aber das, was sie dann tun, ist so einer, der nach dem 40 Jahre alt ist und war viele Jahre erfolgreich und kommt jetzt zur Arbeitsagentur und muss erstmal seine 30 Briefe schreiben. Das ist Terror. Das ist das, was man psychisch macht, was früher körperlich gemacht wurde, wenn die Leute gefoltert wurden. Nichts anderes ist das. Ich habe es erlebt. Und wenn ich die Menschen zur Arbeitsagentur begleite, die sonst da geweint haben oder voller Hass herauskamen, wenn ich daneben sitze mit meinem Doktortitel, würde ich das mich halt auch als Herr Dr. Liebe vorstellen, ich mache das einfach zu deren Vorteil, dann läuft das alles ganz anders. Ja? Dann sind die höflich und freundlich und so weiter. Ja? Wir machen das dann so nach dem Schneeballprinzip, die mal mitgegangen sind, sind dann nun ausgebildet, wie man damit umgehen kann und begleiten dann andere zur Arbeitsagentur. Das ist eine ganz wichtige Sache, die zum Beispiel in Berlin ausgesprochen gut funktioniert, in einigen Städten hier in Gelsenkirchen, ja auch ganz gut, wenn das hier in Münster mal richtig losgehen würde. Dann haben wir da einen anderen Bereich, das ist das Gesundheitswesen. Ich habe 32 Jahre im Gesundheitswesen gearbeitet und du arbeitest jetzt auch seit einigen Jahren im Gesundheitswesen. Ich habe erst richtig begriffen, was ich da eigentlich gemacht habe, als ich konsumiert wurde. Und die erzählen es ja dort, was du da machst. Ja. Wir sind ein System. Ja. Wir können noch so kritische Geister sein, aber letztendlich arbeiten wir auch als Teil des Systems. Da ich sehr engagiert bin und meine nicht immer mit wichtigen Themen zu beschäftigen, wo auch andere Menschen wohl Vorteile haben, dann kann ich das, was ich da zum Teil wohl auch angerichtet habe, mit gut achten, vielleicht nicht zu meinem Lebensende noch ausgleichen. Ich muss das auch lange leben.
Das Ziel, also das immanente Ziel, das heißt, das, was die neoliberale Logik auf diese Sache überträgt, ist die unwiderrufliche Abkopplung aus dem produktiven Sektor der Gesellschaft. Das muss so abgekoppelt werden, dass aber die Unfähigkeit zum Widerstand damit verknüpft wird. Man muss also aus einem befriedigenden beruflichen Schaffen, im privaten und beruflichen Bereich befriedigend, autonom, zur prekariatstauglichen Person werden. Das heißt Naomi Klein auf dem Hintergrund dessen, was man über Südamerika weiß, sehr genau in ihrem dicken Buch, die Schockstrategie, das einige von Ihnen gelesen haben, sehr gut dargestellt, denn es führt dazu, dass man irgendwann in eine Hoffnungslosigkeit kommt, in eine kafkaeske Situation der Absurdität von Sinnlosigkeit. Und dass man dann depressiv wird, das ist ja wohl irgendwo nachvollziehbar. Was noch gemeiner ist, wir sprachen von epigenetischen Markierungen. Einiges, was epigenetisch markiert wird, kommt aber doch in die nächste Generation. Da gibt es einige Untersuchungen dazu. Unsere Art, wie wir mit Nahrung umgehen, ob wir uns ständig vollfressen mit irgendwelchen Sachen oder ob wir behutsam mit unserem Körper umgehen, das ist etwas, was man in gewisser Weise in der nächsten und übernächsten Generation in Spuren oder auch mehr wiederfinden kann. Man hat da Untersuchungen gehabt, man hat die Register aus dem 17. Jahrhundert in einer schwedischen Gemeinde, die im Winter immer vollkommen abgeschnitten war von der Umgebung, weil alles gefroren war, die konnten nicht Kontakte haben. Da gab es immer Winter und da gab es auch Winter, die okay waren, weil sie im Sommer genug Nahrungsmittel hatten. Das heißt, wir haben zum Teil fast zu viel gegessen, zum Teil auch zu wenig. Und das hat sich immer so in der übernächsten Generation ausgewirkt. Und da war auch noch eine geschlechtsspezifische Auswirkung. Das heißt also, das ist jetzt eine Übertragung, darüber gibt es natürlich keine Experimente. Denn die Arbeitslosigkeit wird in gewisser Weise vererbt, wenn man nichts dagegen macht. Dieses unglückliche Leben der Langzeitarbeitslosen wird sich nicht für die Dauer des Lebens auswirken im Sinne von epigenetischen Markierungen, sondern zum Teil sogar kann es in den Gencode übergehen. Das heißt aber keineswegs, dass alle, die Langzeitarbeitslose sind, nun unbedingt langzeitarbeitslose Kinder bekommen, sondern das ist nur eine Warnung. Das neoliberale System geht bis in unsere Gene hinein. Und wir müssen uns dagegen wehren. Ja? Und wir können uns auch dagegen wehren. Das heißt, der Betroffene, der Arbeitslose ist betroffen, das gesamte Familiensystem, die nachfolgenden Generationen. Und jetzt kann man auch wieder etwas absolut Fatales erkennen. In dieser Ökonomie, in der die Automaten uns ganz viel abgenommen haben und in der die Produktivkraft des Gehirns wichtig ist, die aber nicht von allen angewandt werden muss, in gegenwärtigen ökonomischen Systemen, brauchen wir viele Menschen, die das sind, was man in Indien die Paria nennt, also die niedrigste Kaste. Die sollen vom Fernseher sitzen, die sollen nicht massenhaft zu Millionen nach Berlin gehen, ja, sondern die sollen mit irgendeinem Scheiß beschäftigt sein. Ja. Früher hat man Menschen, die man nicht haben wollte, in der Gesellschaft umgebracht. Ich sage das so brutal, weil ich es auch so erlebe. Ich habe sehr viel mit Langzeitarbeitslosen zu tun und deswegen musste ich das so brutal sagen. Es wird das, was man an den Paria nennt, zurzeit konstruiert, aber wir können auch eine ganze Menge dagegen machen, das steht da. Das habe ich jetzt bezüglich als Kreislauferkrankung erklärt, Gesundheitserkrankung, Persönlichkeitsstörung, Schizophrenieerkrankung, das sind zu erklären. Wenn wir auf die Destruktion noch mal etwas genauer eingehen. Burkhard hat eben schon gesagt, wie wirkt sich chronischer Stress durch erhöhte Arbeitsplatzbelastung und durch Verlust des Arbeitsplatzes auf unser Herz-Kreislauf-System aus. Er hat auch schon gesagt, es wirkt sich auch auf unser psychisches System aus. Und wir wollen jetzt im Folgenden einmal am Beispiel von Depressionen und von Schizophrenie etwas näher erläutern. In
der Entstehung von Depressionen sind Stressereignisse ganz besonders relevant. Chronische Stressereignisse, wie zum Beispiel durch belastende Arbeitsplatzverhältnisse, Mobbingerfahrungen am Arbeitsplatz spielen eine große Rolle, aber auch einfach die Kumulation, die Anhäufung von Stressfaktoren spielt eine große Rolle. Oder aber auch ein massiver Stressor, den ich in meinem Leben erlebe, wie zum Beispiel der Verlust einer befriedigenden Arbeitstätigkeit. Das führt erstmal dazu, dass ich in meinen normalen Handlungsläufen unterbrochen werde. Burkhard hat es gerade auch gesagt, ich bin quasi schockiert. Ich wende mich mehr nach innen. Ich frage mich, wie ist es dazu gekommen? Ich frage mich, was kann ich jetzt verändern? Was kann ich tun? Ich komme also aus einer Handlungsorientierung hinein in eine sogenannte Lageorientierung. Ich fange an zu grübeln. Ich fange an, mich in mich zurückzuziehen. Ich fange an zu grübeln. Ich habe mehr negative Gefühle, negative Emotionen. Mein Körper schüttet aber auch vermehrt Stresshormone aus und ich befinde mich da in einer spannungsreichen Situation. Ich möchte etwas verändern, ich weiß aber nicht, wie kann ich das machen. Ich erlebe weniger Angenehmes, weniger Positives in meinem Leben. Ich ziehe mich immer mehr zurück aus meinem Leben. Ich komme regelrecht in eine sogenannte Depressionsspirale hinein, aus Rückzug, aus Grübeln über meine Situation, aus dem Verlust von angenehmen Erlebnissen, aus natürlich aber auch Selbstschädigung. Insbesondere wenn ich einen Arbeitsplatzverlust erlitten habe, wirkt sich das enorm auf meinen Selbstwert aus. Man kann beobachten, dass sich auch das gesamte informationsverarbeitende System dem anpasst, indem eine sogenannte Sollwertverstellung stattfindet. Burkhard hat es gerade so schön an dem Beispiel unserer Mäuse dargestellt, die eben irgendwann einfach nicht mehr schwimmen, nicht mehr kämpfen, sondern eher verharren in einer Situation, in der sie gerade noch überleben können. Man hat auch Experimente, man macht da viele unschöne Experimente, man hat auch Experimente an Hunden gemacht, indem man Hunde einen Schockreiz ausgesetzt hat. Und wenn Hunde die Möglichkeit hatten, in einen anderen Raum zu entkommen und diesem Reiz zu entfliehen, dann haben sie diese Möglichkeit natürlich wahrgenommen, hat man Hunde aber einen permanenten Schock ausgesetzt. Sie hätten keine Möglichkeit zu fliehen, sind sie selbst dann nicht geflohen, wenn sie später die Möglichkeit hatten. Sie sind also hilflos geworden. Natürlich sind wir alle keine Hunde, aber man kann ähnliche Prozesse eben auch bei uns Menschen feststellen, wenn wir immer wieder die Erfahrung machen, ich kann nichts verändern an meiner Situation, egal wie ich mich drehe und wende, ich kann nichts tun, dann komme ich in einen Zustand der Hilflosigkeit und des Rückzuges. Und wenn wir uns das aus neurobiologischer Perspektive ansehen, können wir auch sehen, dass das mit speziellen Veränderungen unseres Transmitterhaushaltes einhergeht. Wir haben da einmal ein recht vereinfachtes Modell mitgebracht, das erstmal nur zwei Transmittersysteme beleuchtet. Das wollten wir einmal ganz kurz vorstellen. Das ist natürlich sehr vereinfacht und soll jetzt nicht der ganzen Komplexität unseres Gehirns gerecht werden, aber einfach nur, dass man sich mal so einen kleinen Ausschnitt vorstellen kann. Wir können davon ausgehen, dass es zwei verschiedene Systeme, Informationsverarbeitungssysteme gibt. Ein kontrolliertes System und ein eher reflexives System. Das kontrollierte System ist zuständig für willkürliche, planerische Handlungen, wenn ich also eine Handlung durchdenke, wenn ich plane. Das reflexive System ist eher zuständig für automatisierte Handlungen, für Handlungen, über die ich nicht weiter nachdenken muss, die ich also ganz automatisiert, fast reflexartig durchführe. Und wir können unsere Handlungsdimensionen danach unterscheiden, ob wir uns eher annähern oder ob wir vermeiden. Das ist hier mit Handeln oder Einschränkung bezeichnet. Also gehe ich in eine Aktion hinein, näher ich mich an, tue ich etwas oder ziehe ich mich eher zurück, hemme ich eine Reaktion, vermeide ich. Man kann sich jetzt angucken, was Serotonin und Dopamin bei den Pflanzen für eine Rolle spielen. Und zwar das Serotonin und die Serotonin-Konzentration in unserem Gehirn entscheidet also, ob wir eher kontrolliert oder eher reflexiv handeln. Es ist viel Serotonin, natürlich vereinfacht gesagt, in unserem Gehirn vorhanden. Gehen wir eher in die kontrollierte Handlung hinein, ins planerische Denken, ist die Serotonin-Konzentration niedrig, neigen wir eher zu reflexiven, zu schnellen, wenig durchdachten Reaktionen. Und das Dopamin in unserem Gehirn hat nun einen Einfluss darauf, näher ich mich an, gehe ich in die Handlung hinein oder ziehe ich mich eher zurück. Und so kann man eben ganz grob, wenn man sich diese Felder anschaut, eben sehen, sind Serotonin und Dopamin in unserem Gehirn hochkonzentriert, gehen wir eher in die willentliche Handlung, also in die klare Handlung hinein.
ist Serotonin hoch, Dopamin aber niedrig, dann ziehen wir uns bildlich aus einer Situation zurück. Wenn beide, sowohl Serotonin als auch Dopamin, niedrig reduziert, dann gehen wir in eine reflexive Hemmung, in einen reflexiven Rückzug. Und das ist das, was wir zum Beispiel auch bei Depressionen beobachten können, dieses Rückzugsverhalten. Wir sehen Isolationen, die man sich begibt. Burkhard hat auch gerade angesprochen, die Auswirkungen des Systems, zum Beispiel auch auf Suchterkrankungen, auf Persönlichkeitserkrankungen. Wenn man sich dann das letzte verbliebene Kästchen anschaut, ist die Serotonin, Konzentration eher niedrig, die Dopaminkonzentration eher hoch, dann geht in die impulsive Ernährung. Und das ist etwas, was zum Beispiel bei Suchterkrankungen eine Rolle spielt. Das Impulsive, das sich nicht kontrollieren können, Handlungen nicht kontrollieren können, sondern sich impulsiv annähern, was auch etwas ist, was bei Persönlichkeitsstörungen, besonders aus dem impulsiven Spektrum, auch eine Rolle spielt. Wie gesagt, ein sehr vereinfachtes Modell. Natürlich gibt es dann noch viel mehr Wechselwirkungen, aber so einfach nur mal kurz erläutern, wie sich der Transmitterhaushalt eben auch auf unser Verhalten, auf unsere Handlungsfähigkeit auswirkt. Das am Beispiel von Depressionen und von Sucht. Jetzt geht es nochmal in das Schizophrenie-Beispiel hinein, denn auch bei Schizophrenie spielen also stresserzeugende Lebensereignisse eine ganz, ganz große Rolle, also durch den niedrigen sozioökonomischen Status, soziale Notlage oder auch Ausgrenzung, Ablehnung. Auch das spielt in der Erkrankung an Schizophrenie eine große Rolle. Und du wolltest uns was zu anderen Personen vorstellen. Wie geht es schnell? Ich glaube, das ist so interessant. Das machen wir schon gerne. Oder meinen Sie die Folie? Diese Folie, bitte. Die erste Seite habe ich gelesen. Die kommt nochmal, ich habe noch einmal vorgeschlagen. Also die Folie will ich jetzt erklären. Wir haben ja einen Frontalkortex, das, was sich als spätestes entwickelt hat, ist übrigens ein Drittel unseres Gehirns. Da sind die höchsten Leistungen realisiert. Und wir haben Struktur, da kann der Cursor sich da drauf bewegen. Also hier haben wir ein Korrelat zum Frontalkortex. Das ist mit neuen adaptiven Verhaltensweisen verbunden. Alles, was wir routinemäßig machen, das ist eher hier mit einer subkortikalen Struktur des Striatums verbunden, wenn es uns um Dopamin geht. Und in der mittleren Hirnstruktur des ventralen Schnellhirns wird Dopamin hergestellt. Ist Dopamin beeinflusst über einen bestimmten Rezeptor gesteuert für G1, Dopamin-1-Rezeptor, den präfrontalen Kortex und über G2-Rezeptoren wie das ventrale Striatum. Und diese beiden, Frontalkortex und Striatum, die sind miteinander verknüpft im Sinne eines negativen Regelkreises. Ein negativer Regelkreis ist immer so, auch bei unseren Thermostaten, dass das eine das andere bedingt, aber rückwirkend das eine hemmt. Wenn das eine das andere bedingt, das andere bedingt, rückwirkend das andere auch, dann wird es immer mehr und immer mehr. Das ist logisch. Es muss also eins auch hemmen. Das heißt, der präfrontale Kortex hemmt das Striatum und das Striatum aktiviert den präfrontalen Kortex und beide sind dopaminmäßig von dieser mittleren Struktur beeinflusst. Gleichzeitig sind sie auch beeinflusst von einer anderen mittleren Struktur, das ist hier nicht Dopamin, sondern das ist Serotonin, das wir vorhin schon gesagt haben, das sind die sogenannten Radikale. Und sie hemmen hier am Striatum und sie hemmen hier auch unten am ventralen Tegmentum. Das heißt, Dopamin wird gehemmt über Serotonin. Und ich habe noch einen Einfluss vom Noradrenalin über den Locus ceruleus, das ist auch eine Mittelhirnstruktur, kann also die präfrontalen Aufmerksamkeitsstrukturen aktivieren. Dies muss man nicht alles verstehen, aber in diesem System, in dieser Balance zwischen präfrontalen Kortex und Striatum, da ist mit einer Ursache der Schizophrenie, aber auch viele andere Krankheiten drin. Dieses so eine Art der Mutter-Dreieck des Gehirns, ja, das ist was ganz fantastisch ist. Und wenn jetzt viel Stress dieser Art ins Leben geschrieben worden ist, immer wieder einwirkt, dann können Disbalancen dieser Art entstehen.
Und wenn so eine Disbalance ganz massiv ist und hier die Helminthenfunktion vom präfrontalen Kortex auf diese Ventralensgleitfunktion nicht ausreichend sind, dann haben wir zum Beispiel mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom zu tun. Wenn hier als eine Komponente eines sehr komplexen Systems, wenn wir zu viel Dopamin im mentalen Segmentum aktiviert wird in Richtung Spiralform, dann haben wir die sogenannte schizophrene Positivsymptomatik. Das heißt, wir halluzinieren und so weiter. Das heißt, der Wahnsinn dieses Systems, dieses sensiblen Systems, können durch eine ganze Menge Umweltfaktoren, Stressoren hervorgebracht werden. Früher sagt man immer Schizophrenie, das ist eine genetische Geschichte. Jetzt weiß man aber auch, da wir zum Beispiel mal genau eine Gemeinde von Jesiden untersucht. Das waren ungefähr 200. Die Jesiden dürfen nur untereinander heiraten. Und jetzt hier in der Bundesrepublik sind die Familien auch nicht mehr so groß. Wir müssen also aufpassen, dass diese Jesiden zusammenheiraten, nicht genetisch auf sich niederschlagen. Denn jetzt müsste man sagen, es muss genauso viele schizophrene junge Männer dort zu beobachten sein wie junge Frauen. Aber es ist nicht so. Die jungen Frauen der zweiten Generation hier in Deutschland haben einen signifikant erhöhten Schizophrenie-Score. Und das kommt mit Sicherheit daher, dass sie dominiert werden von den patriarchalischen Herrschern dieser Familien, die bestimmte Kulturelemente aus Kurdistan hier auch weiterführen wollen, aber zum anderen als junge, aufgeweckte, hübsche Frauen auch in dieser Welt sein wollen. Das ist dermaßen miteinander im Konflikt. Wenn das in der Dauerkonflikt ist, nicht angenommen werden, kann dieser Stress sich auch in dieser Richtung auswirken. Ein anderer Bereich, ich habe das nur besprochen, ist auch den letzten Absatz. Social Adversity, Social Defeat, soziale Notlage und soziale Abstand sind wesentliche Momente, zum Beispiel Menschen, die immer in einer Umstellung sind, wo sie wissen, dass sie hier nicht weiterkommen sind. Ja. Wir haben auch absolut keinen Dauerstress. Der Stress ist praktisch jede Minute irgendwie gegenwärtig. Und jetzt ist sehr anfällig die Vorpubertät. In der Vorpubertät geschieht das Dramatischste im Hirn. Millionen Nervenzellen sterben ab. In der Zwischenzeit waren aber auch viele Millionen von Nervenzellen sehr differenziert ausgebildet worden. Die bleiben übrig. Die entwickeln sich auch weiter differenziert. Und durch diese Umgestaltung, der Begriff heißt Pruning, der kommt eigentlich aus dem Englischen der Rede zum das Zurückschneiden der Bäume im Herbst. Ja? Der Begriff passt also dafür. Diese Nervenzellen sterben ab und milliarden differenziertere Nervenzellen bleiben übrig. Dadurch kann das Ding dann optimal differenziert sich entwickeln und hat dann die Fähigkeit zu all dem, was notwendig ist. Denn was machen unsere Pubertierenden? Die machen was ganz Hervorragendes. Die stellen nämlich das, was sie als Kinder von uns Erwachsenen gelernt haben, in Frage. Sortieren das. Die machen auch ein Pruning. Mit dem, was wir denen alles erzählt haben. Und einiges übernehmen sie und einiges finden sie voll scheiße. Und sind in einer emotionalen, aktiven Form. Vergleichbar mit den Steinzeitmenschen, die lebten nur ungefähr 25 Jahre. Und da waren die 14-Jährigen die Chefs auf der Salade. Die hatten also gekämpft. Die machten also mit hohem Blutzoll im Grunde genommen unsere Kulturentwicklung für Hunderttausende von Jahren. Wir sollten dankbar sein. Und wenn wir heutzutage ein pubertierendes Kind sehen, mit seinen ganzen Auffälligkeiten, wir sollten uns daran erinnern, das sind die Jäger und Sammler von damals, denen wir so viel zu verdanken haben. Das war eben so. So, was kann psychosoziale Destruktion bedeuten? Das ist gut. Was das alles zu Folgen hat, wo man dann hat die Klinikphase berichtet, die Pubertät, die eben extrem wichtig ist dafür, ja, dass sich Ich-Funktionen ausbilden, die unser Selbst konstruieren, die uns mit unserer Umwelt auseinandersetzen, auch kritisch auseinandersetzen. Das alles ist wichtig auch ja, für unser sozialpolitisches Engagement. Und was sind jetzt politische Folgen dieser Destruktion?
Gesellschaften erleben wir eben chronische Stressereignisse, gerade in Kindheit, im Alter des Heranwachsens, ist unsere Pruning-Phase also gestört. Kann unser informationsverarbeitendes System möglicherweise nicht den optimalen Grad an Differenziertheit erlangen? Und das kann natürlich, immer eine Hypothese, dazu führen, dass wir eben weniger in der Lage sind, Kritisches aufzunehmen, uns kritisch mit unserer Umwelt auseinanderzusetzen, ja, Kritisches zu generieren und zu formulieren. Und gerade das sind ja aber Voraussetzungen dafür, dass wir uns eben auch außerhalb ausgetretener Pfade der menschlichen Überzeugung bewegen, wie Burkhard gerade sagte, dass wir rebellieren können in unserer Jugend, dass wir uns mit dem System kritisch auseinandersetzen, dass wir protestieren. Dafür brauchen wir plakativ gesagt unsere Pruning-Phase. Wir müssen optimal ausdifferenziert sein. Wir müssen in der Lage sein, uns mit dem System kritisch auseinanderzusetzen. Das, was wir jetzt... Die Pruning-Phase verläuft bei sehr degradierten Kindern von Alleinerziehenden als von allein, also deprimiert, also die in unguten Verhältnissen leben. Ja? Von Alleinerziehenden als vier empfangenden Mütter. Ja? Die haben nicht eine Pruning-Phase bei einer Untersuchung, die ziemlich umfangreich war, von ungefähr 3 bis 4 Jahren, sondern die ist noch 2 Jahre verkürzt. Und wenn diese Phase, wo sich das aussortiert, gerafft und kurz ist, dann kann das Aussortieren natürlich nicht so gut laufen. Und so kann man da einen Zusammenhang herstellen, wie tatsächlich diese schlechten Verhältnisse, in denen man lebt, sich dann auf die nächste Generation auch übertragen wird. Das werde ich vergessen. Die Differenziertheit des Gehirns nicht optimiert ist. Das kann sich bei einzelnen Menschen vielleicht gar nicht auswirken, ja? Aber insgesamt ist es einfach so. Könnte das sein, dass Sie dann extrem nicht zuwenden, weil... Das kann man so im Verhalten so eigentlich sagen, aber was man nachgewiesen hat, und man hat damit Mäusestudien angefangen, ja? Bei denen hat man das so gemacht, hat die Mütter also unter Stress gesetzt, die Bedingungen hergestellt, die ungefähr vergleichbar sind, und hat das da gesehen, da eben auch die FMRT untersuchen, das ist die funktionale Bildgebung, das sind diese Sachen, die man bekommt, wenn man mit Menschen mit dem Kopf in eine Röhre hinein. Die Röhre haben sie alle also mal gesehen, und daran kann man das dann sehen, dass diese Differenziertheit nach der Pubertät nicht so optimal ist, wie es sein sollte. Also die Pruning-Phase geht ja der Pubertät voraus. Bei denen geht alles nur viel schneller. Die sind dann also voll fertig mit ihrem Gehirn und fangen dann an, Familie zu gründen, weil sie ja sowieso in 10 Jahren nicht mehr leben. Das ist nur verkürzt, aber das läuft alles nach dem gleichen Muster ab, wie es auch bei uns. Also wenn bei jungen Müttern, nur die können nur dann ein Kind bekommen, wenn sie geschlechtsreif sind. Die sind eine Spitze vor der Geschlechtsreife. Das hat dann damit nichts zu tun. Okay? Ich habe da noch eine. Ja. Man sagt ja, dass man mit dem Magen unter Stress setzt, die Gehirne immer schneller passiert, breiter wird, auf der anderen Seite die Nervenlicht geringer ist. Also sprich, die Möglichkeit, kognitiv etwas zu erfahren, eine Genese entwickeln. Also im Prinzip, also mal ganz salopp formuliert, eine gestörte Pruning-Phase führt letztendlich von Lösung. Nein, also das ist so ist viel feinsinniger betrachtet. Nur in der Summe des Ganzen ist es überhaupt nicht feinsinnig. Wenn der Mensch optimal auf diesem Planeten, wenn der Mensch mal 7 Milliarden Jahre sich entwickeln könnte, dann hätten wir unendlich viele Genies. Denn wir haben in uns, in diesen Genen, die wir von den Steinzeitmenschen haben,
und die Möglichkeiten durch diese enorme Kulturentwicklung, ja, in unserer Kulturentwicklung, wenn wir jetzt mal den Drang von Schiller denken und so weiter, ja, da ist so unendlich viel schon gelaufen. Wenn wir uns damit beschäftigen würden, wir können ja vielleicht in einer zukünftigen Gesellschaft, wenn es sowas mal gibt, nicht immer die neuesten T-Shirts anziehen, ja, die es gerade gibt, sondern uns vielleicht nach innen her unendlich quantitativ entwickeln. Das muss, glaube ich, total Spaß machen in so einer Gesellschaft. Ja. Also man muss das am Einzelnen immer in ganz feinen Nuancen gesehen, aber in der Summe ist es dann natürlich sehr wichtig. Ja, also auf diese Art und Weise läuft das neoliberale System bis in die Hirnfunktionen hinein. Es wird also damit tatsächlich ein Heer der Überflüssigen geschaffen. Das sind dann auch die, die notwendig sind, um diese Angst zu erzeugen. Als die Mittelschicht noch fern war von den Elend da unten, das war so unser Sozialstaatskapitalismus, hatte die Mittelschicht keine Angst. Die hatten erst den VW, dann den Opel und dann vielleicht sogar den Mercedes. Die konnten dann irgendwann sogar nach Mallorca fliegen. Das ging immer aufwärts vom Krieg ran. Und jetzt sieht das anders aus. Der Mittelschicht ist etwas angekommen, was auch ausgesprochen gut wird. Diese neoliberale Struktur zu erhalten, ist dann die Angst. Die Abschiedsangst. Und das kann man am besten schaffen, indem man das Lohnniveau senkt, indem man allen, durch das Geld der Arbeitslosen und Co. führt, so wird es mir passieren, wenn es nicht funktioniert. Ja. Wir wollen uns ja auch anschauen, jetzt haben wir viel über Destruktion gesprochen, wir wollen uns aber auch anschauen, was wird eigentlich konstruiert, denn etwas muss ja auch konstruiert werden, das System will sich ja auch weiter am Leben halten. Wir haben gerade gesehen, ja, wie wichtig die Honigphase für uns ist, wie wichtig aber auch generell die Gehirnreife ist, wie wichtig ist es, was für eine große Rolle unsere Sozialisation eben in unserer Gehirnreife spielt, über epigenetische Prozesse. Das heißt, wenn ich etwas konstruieren will, wenn ich den Menschen formen will, was mache ich dann? Ich verändere die Ausbildungsverhältnisse. So, das eine konstruktive Komponente des Systems, zum Beispiel die neuen Studiengänge sind, die Bachelor- und Masterabschlüsse, die dazu konstruiert wurden, den wir haben ihn gerade gehabt, diesen neuen flexiblen Menschentypen zu fördern. Denn erfolgreiches Studieren ist nach dem gestuften Studiengang eben eher möglich, wenn ich eigentlich verzichte auf meine freie intellektuelle Entfaltung, also Studium generell ist fast nicht mehr möglich, sondern ich muss eine sehr, sehr hohe Informationsdichte in kurzer Zeit bewältigen, ich stehe unter hohem Prüfungsdruck, dabei muss ich mich auch mit Fremdbestimmung arrangieren, ich muss existenzielle Ängste aushalten, ich weiß nicht, ich habe keine Garantie, wenn ich den Bachelor abgeschlossen habe, bekomme ich dann einen Masterplatz oder vielleicht auch nicht. Der Konkurrenzdruck ist sehr hoch. Und diese Studienbedingungen, wo das Lernvermögen eben immer maximal ausgelastet ist, wo wir wenig Freiräume haben, eigentlich für Eigenständigkeit, für Kreativität, für über den Tellerrand schauen, wo auch Leistung permanent kontrolliert wird, wo Anwesenheitspflicht herrscht, wo sehr viel Prüfungsdichte herrscht, können wir davon ausgehen, hier aus neurobiologischer Perspektive, dass das natürlich in unserem Gehirn auch nicht spurlos vorübergehen kann. Und hier können wir uns besonders die Frontalhirnreifung anschauen, eben unser Frontal- oder unser Stirnhirn, also das entwicklungsgeschichtliche jüngste Teil unseres Gehirns, reift sehr, sehr lange, reift bis in unser junges Erwachsenenalter hinein. In unserem Frontalhirn sind grob gesprochen angesiedelt alles, was wir als komplexere Denkvorgänge bezeichnen, planen, frisches Denken, sich auseinandersetzen mit Wissensinhalten, aber auch das Hemmen von reflexiven Handlungen, also das Planen, das Handeln. Ja, und haben wir diese Einflüsse in unserem Frontalhirn, unser Frontalhirn eigentlich noch dabei ist zu reifen, optimale Differenziertheit zu erlangen, wir sind diesen Studienbedingungen ausgesetzt, könnte es dazu führen, dass wir vielleicht so eine Neigung entwickeln zu eher schnellen, wenig tiefen und zweckrationalen Entscheidungen.
was wiederum ja, die Bedingung dafür sein könnte, dass wir uns eben nicht so gut kritisch mit dem System auseinandersetzen können, dass wir kritisch emanzipative Gedanken weniger gut generieren, aufnehmen können, dass wir nicht so gut in Diskurs mit unserem System treten können. Das alles ist natürlich im neoliberalen Sinne konstruktiv, denn wir wollen ja den neuen flexiblen Menschentypen schaffen, der eben flexibel ist, der sich emanzipativ mit dem System auseinandersetzt, der bereit ist, sich selbstständig auszubeuten. So können wir sogar von einem Inklusions- oder Explosionsprozess sprechen, der da stattfindet. Nämlich bestimmte Menschen werden inkludiert, haben Teil an einem erfüllten Leben in unserer Gesellschaft. Und das sind die Menschen, die eben bestimmte kognitiv-emotionale Profile haben. Also der neue Menschentyp, der zum Beispiel durch die bestimmten Studiengänge durchgegangen ist, der eben flexibel ist, der bereit ist, sich selbstständig auszurollen, unternehmerisch denken kann, der eben sein eigenes Kapital ständig erweitert. Dieser neue flexible Menschentyp hat eine hohe Chance, in unserer Gesellschaft teilzuhaben an einer erfüllten Lebensgestaltung. Er wird inkludiert. Aber andere, die eben diese, wir haben es Adaptionspotenzen genannt, die werden konnten, ich füge an, oder wollten, oder vielleicht auch wieder verloren haben, die werden vom System ausgeschlossen. Und das sind zum Beispiel, es wurde gesagt, Menschen, die von der Arbeitslosigkeit betroffen sind, das sind Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung, unter einem Handicap beispielsweise leiden. Das kann aber auch selbst unsere schönen, neuen, flexiblen Menschentypen erwischen, nämlich dann, ja, wenn Selbstausbeutung und Überforderung zu viel werden, wenn unser System das nicht mehr mitmacht, wenn unser System dekompensiert, nicht umsonst ist Burnout ein sehr, sehr großes Schlagwort in unserer Gesellschaft, also auch dieser neue, flexible Menschentyp, auch er kann vom System ausgeschlossen, exkludiert werden, wenn er in diesen Anforderungen nicht mehr gerecht werden kann. Das ist alles schrecklich. Müssen wir jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, wir haben einfach überhaupt keine Chance mehr, wir können uns nur noch ergeben? Was sagst du? Also meine Hauptpathologie ist dieser wahnsinnige Optimismus. Ja. Aber ich würde auch begründen. Also dieser Übergang zu dem dritten Kapitalismus. Der erste war der vorindustrielle, dann der industrielle Kapitalismus. Seit 30 Jahren entwickelt sich der digitale Wissenskapitalismus. Man kann ihn auch nennen den dritten Kapitalismus. Diese weltweite Vernetzung, diese globalen Systeme, in denen Menschen mit ihren kognitiven Funktionen, auch ihren emotionalen Funktionen tätig sind. Das gesamte System Marx'scher Kategorien müssen wir hier auch anwenden. Das geht auch, ich habe das mal durchgerechnet, ich werde das aber in bestimmten Arbeitskreisen noch weiter durchrechnen. Wenn man jetzt die Arbeitswertlehre sich vornimmt, einige von den hier Anwesenden haben damit schon zu tun gehabt, das ist natürlich anders. Wenn in so einem Netz jemand sitzt und sich in gewisser Weise auch ausbeutet, wie kann man denn da diese Stunden zählen? Ja? Und wie wird das denn golden und so weiter? Wo ist die Macht des Kapitals? Das Kapital muss natürlich diese Netze zur Verfügung stellen, dieser Bedienung und das Ganze. Aber einigen von uns, dem reicht eigentlich nur der Laptop und das, die Produktivkraft des Gehirns. Die tun sich zusammen, entwickeln Neues und geben dieses Neue entwickeln zum Beispiel auch in das Netz zurück. Es gibt im Netz viele Produkte, die gesamtgesellschaftlich hergestellt worden sind und jeder nutzen kann. Wir haben also eine digitale Allmende. Und wir haben an verschiedenen Stellen sich entwickelt viele Economy. Wir können immer mehr auch Hardware-Teile, sozusagen wenige Leute in ihrer Garage zusammentun. Das Kapital hat so ökonomisch betrachtet, das muss man alles in Grundkategorien diskutieren, das will ich natürlich hier nicht machen, aber ich deute es an, muss ich aus verschiedenen Bereichen zurückziehen.
Und diese Fear Economies, diese Menschen, die diese digitale Wissenskommunikation nutzen, sind weniger gesteuert vom Kapital. Hier sehe ich also eine ganze Menge Hoffnung. Jetzt möchte ich nochmal bei Marx bitten, zu uns zu kommen. Da hat er nämlich auch was sehr Schönes gesagt. Er hat nämlich gesagt, es wird irgendwann mal den Dingern mal Intellekt geben. Und das für die heutige Zeit. Jeder von uns kann sich an seinen Laptop setzen hier und kann mit den Bibliotheken der gesamten Welt innerhalb von Sekunden Kontakt aufnehmen. Wir verfügen über ein ungeheures Wissen und wir sehen das auch, wenn wir hier bei Occupy mit der Stadt Münster zum Beispiel verhandeln, immer ist das jemand anders, der da hingeht. Ja? Wir haben deswegen Vertrauen, weil wir so gute fähige Köpfe unter uns haben und weil wir im Hintergrund über unsere Internetkommunikation die ganzen Themen schon bearbeitet haben. Das ist das Erstaunliche auch bei den Piraten. Wie man auch immer zu den Piraten steht, im Spiegel steht jetzt gerade ein restlicher Artikel, dass die Piraten alles Idioten sind. Aber der Spiegel werde ich daraus eine große Diskussion machen. Was die aber erstaunlich machen, wenn man zu denen, zu deren Stammtisch gehen will, dann labern die miteinander. Man denkt ja, dass sie dann über ihre Piratenideen reden. Tun die gar nicht, weil sie im Internet natürlich ständig über alle Inhalte geredet haben. Deswegen sitzen dann ihrem Stammtisch und trinken tatsächlich mehr oder 100. Ne? Das heißt also, hier läuft etwas vollkommen Neues. Und das ist auch das, was mir bei Occupy Münster so gefallen hat, weil die Nacht über 10 Grad minus 13 war. Denn diese jungen Leute, die einfach mit dem Netz vertraut sind, die entwickeln offensichtlich etwas, was ich noch nicht genau begreifen kann, weltweit. Das ist ein Teil des positiven Ansatzes dieser Wissens- und digitalen in neuen Formen. Dieser dritte Kapitalismus wird sich innerhalb unserer Lebensphase jetzt in ziemlicher Beschleunigung entwickelt, hat zwei Seiten. Eine Seite, die wahrscheinlich entsetzlich sein kann, wenn wir sie nicht kontrollieren können, aber auch eine Seite, die brachliegende kognitive emotionale Ressourcen der Menschen entfesseln kann, im Sinne auch des Widerstands. Genau das habe ich gesagt, was jetzt hier auf dieser Folie steht. Und damit sind wir am Ende unseres Vortrags. Und jetzt kommt die total spannende Diskussion.